Erstens einmal die Unternehmen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, die mit unglaublicher Dynamik und Innovationskraft es geschafft haben, sich in vielen Teilen dieser Erde zu positionieren und zu etablieren. Und natürlich auch die Unterstützung, die koordinierte Unterstützung, die vom Bund, Land und von unserem Hause hier vorangetrieben wird. Und dieses Hand in Hand gehen zeigt natürlich mittlerweile doch wirkliche Früchte. Der Export ist der wesentliche Faktor, dass wir hier in Kärnten diese positive Wirtschaftsentwicklung haben. Mit dem Exportüberschuss wird sichtbar, wie stark die Kärntner Wirtschaft ist, wie wichtig aber auch der Export ist. Die Ursachen dafür sind, dass es die Kärntner Exportwirtschaft insbesondere geschafft hat, Ausfälle in Märkten wie Russland beispielsweise oder die Stagnation in Italien in anderen Ländern zu kompensieren. Man hat ein Plus mit über 5% in den USA realisiert, man ist in Deutschland wieder deutlich gewachsen und damit konnte man final, wenn man noch die Zuwächse in den osteuropäischen Märkten wie Ungarn, Polen, Tschechien dazu zählt, dieses Plus von 4,7% erreichen. Wir werden diese Dinge nun noch verstärken müssen. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen muss auf dieser Schiene bleiben, sodass keine Eitelkeiten und keine Überlappungen stattfinden. Und auf der anderen Seite dort wirklich da zu sein für Unternehmen, wo sie uns brauchen, auf der ganzen Welt. Das tun wir, das werden wir weiterhin unterstützen. Und natürlich hier in Kärnten versuchen wir, in Frage dieser Internationalisierungsoffensive auch zum Beispiel diesen Internationalisierungsassistenten, wo wir ganz gezielt, wenn Unternehmen in den Export gehen, sich Mitarbeiter einstellen, die speziell für den Export sind, sie auch da finanziell deutlich zu unterstützen. Diese positive Handelsbilanz ist die Grundlage dafür, dass es Arbeit gibt, ist die Grundlage dafür, dass es Arbeitseinkommen gibt, ist die Grundlage dafür, dass wir hier in diesem Land einen Wohlstand haben. Ohne diese positiven Leistungen der Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer hätten wir in Kärnten ein großes Problem. Der Export ist der stabile Faktor. Der Export, die Exportleistung, die ständig zunimmt, will ich als Wirtschaftsreferent des Landes Kärntens stärken und weiter ausbauen. Diese Stärken der Kärntner Wirtschaft gehören gestärkt, der Export gehört forciert. Und wir sind hier in engster Abstimmung mit dem Bund, mit dem Land, mit der Wirtschaftskammer und dem KWF, damit dies auch gelingt. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir sowohl die Abstimmung zwischen Bund und Landesunterstützung und unseren eigenen Unterstützungen so weit abstimmen, dass wir zum einen die Bundesexportförderung Go International bis 2019 insgesamt nun laufen haben, aber auch, dass wir auf Landesebene mit der Kärntner Exportoffensive, die auch auf 2017 ausgeweitet werden soll, haben, die in Summe dann 500.000, wenn die Erhöhung durchgeht, vielleicht sogar mit 600.000 bis 700.000 dann zu Buche schlägt. Und zum anderen haben wir auch noch in die Qualifizierung Maßnahmen durchsetzen können, insbesondere den Internationalisierungsassistenten. Was ist das? Man will in Zukunft junge Absolventen von der Fachhochschule, aber auch der Universität in die Exportbetriebe bringen, die dort ausschließlich für den Export, für Internationalisierungsaktivitäten zuständig sein werden und die dann bis zu 50% bei den Personalkosten gefördert werden und daneben ein Qualifizierungs- und Ausbildungsprogramm bei der Wirtschaftskammer und anderen Institutionen durchlaufen.